So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von City Skylines. Und in der heutigen Folge wollen wir das Forstwirtschaftsgebiet ein bisschen weiter ausbauen oder generell erstmal anfangen zu bauen. Denn in der letzten Folge haben wir ja hier ein bisschen das Layout, sage ich mal, für das Gebiet ja einigermaßen schon hingebaut. Wir haben die ganzen Bäume platziert. Und jetzt wollen wir dann das Gebiet natürlich weiter ausbauen. Und ich hoffe, dass dann auch, wenn wir dann ja hier den Güterbahnhof, da werden wir natürlich auch einen reinbauen, dass der vielleicht auch dann die Güter jetzt über die Schienen dann eher transportiert, hier in die einzelnen Industriegebiete, wie dass das dann alles durch den Verkehr geregelt wird. Oder hoffe ich zumindest mal. Und wenn dann Verkehr entsteht, dass der dann hier über die Autobahn vielleicht mehr gelenkt wird, und dann halt hier in die Stadt vielleicht rein transportiert wird. Aber mal schauen. Oder beziehungsweise hier entlang. Wir werden es aber herausfinden. Ja, und ansonsten würde ich sagen, machen wir da einfach weiter. Und unser Einkommen ist auch schon deutlich gesunken. Wir hatten ja vorher schon ein paar 30.000, jetzt haben wir nur noch 17.000, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass unser Industriegebiet so weit oder so, dass wir so viel Industriegebiet kaputt gemacht haben. Deswegen gucken wir, dass wir da auf jeden Fall jetzt mal rangehen. Und hier mache ich, denke ich mal, auch noch eine Straße gerade hin, weil da müsste ja eigentlich auch noch was hinpassen. Ist das jetzt gerade? Nee, so ist gerade. So, so, so. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. So, hier müsste auf jeden Fall auch noch was hin. So, das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen höher gelegen hier. Dann machen wir hier auch mal vielleicht noch eine gebogene Straße rein. So. Und ansonsten können wir hier noch eine gerade Straße entlang führen. So, hier können wir auch noch ein bisschen was entlang machen. Das reißen wir mal ab, machen da auch noch mal eine gebogene Straße hin. So. Ich denke mal, das da verbinde ich jetzt nicht. Das ist mir dann jetzt zu viel. Ansonsten können wir hier noch, müssen wir auch wieder gerade machen. Jetzt machen wir doch wieder mehr Straßenlayout. Aber das ist ja nicht schlimm. Gehört auch dazu. So, dann können wir uns nämlich nach hier hinten noch ein bisschen ausbreiten. Jetzt hoffe ich, dass das hier mit denen. So. Haben wir hier noch zwei weniger, wenn das klappt. Sehe ich hier vor lauter Bäumen nichts mehr. Wenn wir das dann nochmal zuerst wegmachen, damit wir hier das verbinden können und damit wir das hier, aioi, gebogen, so, gerade und so, jetzt passt das. So, damit wir hier, jetzt haben wir wieder nicht gerade, Mann, das sollte ich mal zurücksetzen. Wenn wir hier das da raus machen. So, hier mache ich, denke ich mal, nichts mehr hin. Weil hier können wir noch ein bisschen was hinbauen. Hier auch. Und ich denke mal, hier ist dann gleich auch spätestens Schluss. Weil hier ist jetzt auch nochmal das Berggebiet dann. Ich glaube, hier ist spätestens Ende. Dann können wir höchstens noch hier eine gebogene Straße mit reinbauen. Und hier vielleicht auch noch. Machen wir hier vielleicht auch noch eine rein, oder? So. Können hier so einen riesen Kreisverkehr hin machen eigentlich. Aber der macht eigentlich da, glaube ich, gar keinen Sinn. Aber so sieht es irgendwie lustiger aus, oder? So, guck mal hier. Nee. Nee, das sieht doof aus. Ja, das da passt ja irgendwie noch, aber hier, nee, das da stört mich. Da mache ich vielleicht, wenn, dann lieber eher noch einfach so eine normale Straße hin. Mal lieber noch sowas. Das scheint da ja dann noch irgendwie hinzupassen. So, warte, hier verbinden wir das auch mal nochmal alles. Und dann machen wir
diese Verbindungen weg und diese Verbindungen weg. So. Und dann sollte das hier auch passen. Und dann haben wir doch hier schon mal ein gutes Straßenlayout. So, hier könnten wir auch noch ein bisschen was hinbauen. So. Mal so. So, 2 geht wahrscheinlich noch. Jetzt haben wir da 4-4, das passt. Aber viel mehr können wir hier auch nicht mehr hinbauen. Also viel mehr wieso. Und hier eigentlich auch nur so noch. Das ist jetzt aber hier irgendwie nicht gerade. Warum? So. Und hier mache ich keine Verbindung rein. So, und das da. Ja, komm, das da machen wir auch weg dann. Entschuldigung. Da haben wir hier noch so ein kleines Straßenlayout. Das ist ja jetzt nicht ewig groß. Da würde ich, glaube ich, dann hier die 2 wegmachen. Lassen wir das einfach so. So, ansonsten könnten wir hier noch irgendwas hinbauen mit einer Hauptstraße. Aber beziehungsweise da mache ich erstmal einfach nur so die Straße lang. Einfach mal so. Mal gucken, ob da noch irgendwas hinkommt. Aber erstmal lassen wir das so, damit wir jetzt auch noch Sachen bauen können. Für ja, das Industriegebiet. So. Das erste, was wir machen, ist auf jeden Fall mal das Forstwirtschaftsgebiet einzugrenzen. Wo ich das denn überall jetzt hinbauen will. Und ich würde es ja eigentlich ehrlich gesagt hier komplett in den hinteren Bereich bauen. Obwohl hier ist eigentlich noch ein bisschen Platz. Wir haben hier eigentlich noch ein bisschen Platz. Ich könnte eigentlich hier noch ein klein wenig rausgehen. Mal, machen wir mal noch hier ein klein wenig mehr. 2, 3. Machen wir hier halt mal 4, 5. So, guck mal, dann passt das hier perfekt. So. Machen wir hier das einfach so. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Platz. Oder wir können das ja auch theoretisch dann einfach hier so in die Mitte machen. Dann müssen wir das aber noch eins länger machen. Oder wir lassen es einfach so. So, dann haben wir nach da noch ein bisschen Platz uns geholt. Und ich denke mal... So, hier müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen machen. Ein bisschen uns hinbauen. Warte, hier müssen wir vielleicht doch die Kurve mal nochmal wegmachen kurz. Weil wir könnten ja hier noch die Verbindung ziehen. Können wir hier noch eine Verbindung machen und das hier als Hauptstraßenteil auch noch. Dann ist halt ziemlich nah bei hier an der Straße dran, aber das können wir ja noch ein bisschen verschieben. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir ja hin. So, dann würde ich aber vielleicht hier das Layout ein bisschen ändern. Dann würde ich nämlich sagen, dass das hier verbessern, dass das hier unsere Hauptstraßen hier sind. So, das da. Und hier rum sogar das hier und dann das hier, das da nicht die Hauptstraße ist und das hier auch nicht.
So. Ja. Beziehungsweise wir könnten sogar eher so machen, dass wir hier außen, dass das hier die Hauptstraße ist noch. Das hier mit dem hier. Und das hier der Bereich innen drin. So. Ich glaube, so kann man es jetzt ungefähr machen, weil dann haben wir hier nämlich den Hauptstraßenbereich, der hier einmal schön hier rumführt und dann zwischendrin so ein paar Verteiler mit den jeweiligen zugehörigen Straßen. Hier ist jetzt natürlich einmal bei so einem Verteiler was drin, das ist aber nicht so schlimm. Hier sind natürlich jetzt auch ein paar mehr Straßen, aber ja, das könnten wir eigentlich auch wegmachen. Das hier auch. Und das hier war ja jetzt nur dafür da, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Jetzt gucke ich mal, 2, 4. Dann machen wir das hier weg. Ja, und hier das, da können wir eigentlich auch wegmachen. Haben wir hier nur so klein wenig noch irgendwie eine, können wir ein bisschen Gewerbe oder sowas hinmachen an die Stelle. Beziehungsweise hier können wir ruhig schon nur eine Verbindung noch dran machen. So, hier können wir eine Verbindung hinmachen und hier und hier. Hier machen wir das genauso. Jetzt ziehen wir das auch einfach bis ganz nach hinten durch. Wir machen dann einfach mal hier. So, hier wäre theoretisch eine. Hier könnte man eine hinmachen. Und hier machen wir mal hier noch eine Verbindung hin. Das dann machen wir weg. Und das verbinden wir dann hier hinten auch mal noch. So. Jetzt haben wir aber das ganze Grid, denke ich mal, einigermaßen angepasst. So. Jetzt die Frage halt, was wird unser Forstwirtschaftsgebiet? Da würde ich nämlich sagen, pass auf, ich hab noch eine bessere Idee. Verbessern. So, das hier wird der Bereich und das hier wird alles. Hier machen wir nur den ganzen Kram hin. Und das hier auch. So, dann haben wir nämlich hier den ganzen Bereich, wird dann das Forstwirtschaftsgebiet. Das können wir dann jetzt endlich mal ausweisen. Ah, ich muss ja natürlich das Gebiet ausweisen. So. Ja, jetzt habe ich natürlich falsch gemacht. Ich wollte hier anfangen. Ah, hier ist auch noch Straße, okay. So. Noch ein Stück. So, dann hier runter. Und hier. So. Und hier. So, ich denke mal, das sollte erstmal als Forstwirtschaftsgebiet reichen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Was dann im weiteren Verlauf passiert, sehen wir dann. Da fangen wir dann doch jetzt schon mal an. Da können wir ja vielleicht auch. Hier haben wir ja den ganzen Kram hingebaut. Ich hoffe, das vertraue ich ja nicht. Strom. Mach mal hier so eine Stromleitung.
ziehe ich mal doch hier so lang. So. Und dann mache ich hier doch vielleicht mal irgendwie. Machen wir doch hier irgendwo so eine Stromleitung irgendwie hier hin, damit die doch vielleicht so verbunden sind mit der Stadt. Zumindest mal vorerst. Und dann können wir nämlich das Ding hier abreißen. Und das sollte ja trotzdem alles verbunden sein. So, das passt. Strom haben wir immer noch genug, 4000 Megawatt, das ist immer noch massig Zeug. So, dann kommen wir jetzt ans Industriegebiet, Forstwirtschaft. So, wo bauen wir dann hier das erste Ding hin? Können wir hier vielleicht gerade so an die Hauptstraße hier so reinbauen. So, und dann können wir hier die kleinen Plantagen schon mal hinbauen. 1, 2. So, die brauchen Strom und Wasser. Wasser habe ich ganz vergessen. Das wird jetzt auch wieder eine Arbeit. Ganze Wassermanagement hier. So. 460. Dann hier noch mal 460. 460. So. Dann hier 460. Da reicht jetzt, denke ich mal, hier wieder 460. Bis hierhin. Wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit man eigentlich in die ganzen Sachen reinsteckt, also gerade in dieses Pipeline ziehen und alles. Eieiei, das verbraucht so viel Zeit. Das finde ich schon krass. So, hier mal alles noch auskleiden. So. Jetzt hier noch den Bereich. Die Folge, glaube ich, doch schon rum und da haben wir immer noch nichts gebaut. Glaube ich mal, oder kommt mir zumindest mal jetzt so vor. Das wird wahrscheinlich so sein. So, brauchen wir hier noch eins. Ja, ich mache mal sicherheitshalber noch eins. Sicherheitshalber noch bis hierhin. So. Jetzt soll das ganze Gebiet zumindest mal mit Strom, mit Wasser versorgt sein. Mit Strom versorgen wir das jetzt auch noch. Weil dann bauen wir hier nämlich einfach ein das Solarkraftwerk hin. So, dann kriegt das auch direkt Strom. So, dann müssen wir hier mit der Schiene mal gucken, wie wir das dann später machen, weil wie gesagt, ich würde hier gerne auch noch so einen Güterbahnhof hinbauen. Machen wir hier das da auf jeden Fall weg. Das da müssen wir dann auch wegmachen. Obwohl, je nachdem, hier müssen wir es eigentlich nicht wegmachen. Da können wir es eigentlich lassen. Aber wir müssen die ganzen Ampeln jetzt mal ausschalten. Ah ja, perfekt. Studienjahr wieder beendet. So.
Ist hier noch was? Ne, hier war keine mehr. Hier ist keine mehr. Gut, Armbillen sind alle aus. Wir haben hier unsere ersten Forstwirtschaftsgebiete, die wir schon mal hier eingebaut haben. Machen wir hier direkt mal noch einen Fußgängerweg rein. So. Und hier können wir dann auch gerade noch Gebiete ausweisen, die dann quasi Ökogebiete sind. Zeige ich jetzt einfach mal. So, dann können wir hier nämlich noch so einen kleinen Stadtbereich hinmachen, so einen kleinen Stadtbereich. So, das können wir eigentlich mit dem hier. Sollen wir das mit hier auch noch so verbinden? Hier so der Bereich. Ich glaube, hier so bei den gebogenen Straßen, da klappt das nicht so zu 100%. Und wenn jetzt so ein Speicherding kommt, dann. So, wenn wir jetzt. Eigentlich müssten wir ja hier das da benutzen. So, hier das. So. So, okay. Ich denke, so sollte das dann passen. Bam. Gut. Dann weisen wir da noch ein paar Dinge aus. Können wir da irgendwas Bestimmtes? Europäisch? Europäische Suburb machen wir mal hier hin. Dann schalten wir auch die ganzen stilistischen Gebäude mal noch frei, die es gibt. Und was wir dann noch zusätzlich dazu machen, ist, dass wir hier Ökogebiet reinmachen. Und ja, Börse eigentlich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen blöd. Und ich denke mal, das ganze Gebiet wird schon groß genug sein. Aber wir machen sicherheitshalber einfach auch nochmal hier Forstwirtschaftsgebiet rein. Dass das passt. Und die Gebäude, die sind ja schon europäisch. Dann haben wir das auch noch ein bisschen benutzt, die ganzen Content Creator Packs. So, aber nach Einwohnern durstet es uns nicht, sondern wir brauchen mehr Industriegebiete. So, dann müssen wir natürlich hier gucken. Sägemühle. Die machen wir dann am besten mal hier so in die Mitte rein, dass die das nicht so weit haben. Noch hier die kleine Holzpelletfabrik. Machen wir mal noch hier hin und ansonsten haben wir, glaube ich, gar nichts mehr. Dann können wir hier noch ein paar. Baumplantagen hinbauen. Und dann machen wir da noch ein paar Fußgängerwege hin. Hier kommt noch einer hin. Hier kommt noch einer hin. Da mache ich hier einfach auch noch ein bisschen breiter. Hier auch. Hier kommt noch ein. Warte, jetzt ist das nicht ganz connected. Hier kommt noch einer hin. So, und das muss dann jetzt vorerst mal reichen. So.
ich hoffe, das füllt sich dann jetzt auch erstmal. Da brauchen wir dann natürlich jetzt ein bisschen Zeit, damit das einigermaßen ordentlich funktioniert. Aber ansonsten kann ich ja jetzt schon mal ein paar Gewerbegebiete nochmal hier ausweisen. Die sind direkt am Verbraucher dran, direkt dran. So, hier machen wir auch nochmal einen Weg rein. Genauso wie hier. So, ansonsten würde ich hier, glaube ich, auch noch ein bisschen Gewerbe hinmachen und hier kommen dann noch Wohnhäuser hin. Da machen wir dann auch noch hier und hier Fußgängerwege hin. Das heißt, hier können wir eigentlich auch noch einen reinmachen. Hier vielleicht auch noch ein paar. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch ein bisschen dazu beiträgt, dass der Verkehr hier ein bisschen besser wird. Weil hier wird ja jetzt schon deutlich reduziert. So, hier ist schon wieder voll. Die Dinger müssen wir auch noch irgendwo hinbauen. Da wäre es ja, glaube ich, sogar gut, wenn wir die hier hinten irgendwie hinmachen. Oder die können wir vielleicht sogar... Nee, da wäre es nicht so gut. Ich glaube, hier wäre echt ein ganz guter Bereich. So, hier müssen wir dann auf jeden Fall auch noch ein Krankenhaus hinbauen. Da würde ich dann sogar auch hier das da reinbauen. So, dass das hier so ein bisschen, denke ich mal, gut angebunden ist. So, dann auch hier eine Polizeistation. Ganz nah an die Hauptstraße. Am besten... das hier hin. Hier. Hier. Genauso wie die Feuerwehr. Und dann nehmen wir vielleicht auch nochmal die hier. So. Und was wir ganz dringend brauchen, oder was das Gebiet dann am meisten braucht, ist dann auch hier so eine... Hier diesen Hubschrauberplatz. Für den Hubschrauberplatz machen wir den mal hier so hin. Beziehungsweise noch einen Abstand mehr. Hier. Dann können wir nämlich hier noch so einen Weg außenrum bauen und dann haben wir da noch genug Platz, um andere Sachen hinzubauen. So. Verbinden wir das hier auch noch. Und dann machen wir jetzt die Folge gleich zu Ende, weil die ist, glaube ich, auch schon wieder eine halbe Stunde lang. Damit es nicht allzu lang wird. Und dann machen wir noch als allerletztes. Hier brauchen wir noch ganz dringend so ein Türmchen, ein Feuerwehrtürmchen. Die können wir eigentlich hier hin machen. Passt jetzt sogar. Und zumindest mal einen. Einen hier hin. Machen wir hier einen hin. Bin ich mal gespannt, wie viel Gebiet das da jetzt abdeckt. Okay. Also das meiste zumindest mal. Und wir machen, glaube ich, hier hinten auch noch einen hin. So, und dann deckt er da das meiste Gebiet hoffentlich auch ab. Zack. Und zur allergrößten Not können wir hier auch noch einen hin machen. Aber das geht ja später eh alles weg. So, gut, dann war es das von der Folge. Und wir sind jetzt nur noch bei plus 8000, also ganz traurig. Gut, aber wie gesagt... Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.